EU-Parlament, alles korrupt. Und damit herzlich willkommen zu Kompakt der Tag am 12. Dezember. Das sind einige unserer weiteren Themen. DDR, nicht alles war schlecht. Freddy, Festung Bundestag. Etche S. Jetzt spricht ihr Onkel. Seit gestern sitzt die Vizechefin des EU-Parlaments Eva Kaili wegen Korruptionsverdacht im Gefängnis. Ein schwerer Imageschaden für die Europäische Union. Denn eigentlich hatte sich Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen immer Folgendes auf die Fahne geschrieben. Preventing and combating corruption. Ungarn drohen sogar Kürzungen in Milliardenhöhe, weil Brüssel dem konservativen Staat intransparente Finanzen vorwirft. Nun also ein Skandal im eigenen Haus. Über das Ausmaß und mögliche Hintergründe der Entwicklung diskutieren jetzt unser TV-Chef Paul Klemm und Kompakt-Chefredakteur Jürgen Elsässer. Eva Kaili, schön wie eine griechische Göttin, das hat die Bild-Zeitung geschrieben. Und dem will man gar nicht widersprechen. Allerdings, scheinbar kann sich hinter der schönsten Fassade auch Niederträchtiges verbergen. In dem Fall war es ja so, dass Eva Kaili festgenommen wurde am Sonntag, zusammen mit 5 anderen Politikern des EU-Parlaments. Und der Vorwurf steht im Raum Korruption. Geld soll geflossen sein von Katar nach Brüssel. Sie sollen sich geschmiert haben lassen von Katar. Ich kann mir das durchaus vorstellen, weil dieses Brüsseler Milieu ist ja eigentlich ein einziger Sumpf. Aber es gibt noch einige Ungereimtheiten bei der ganzen Geschichte. Zum Beispiel habe ich noch nirgendwo einen konkreten Hinweis darauf gelesen, dass das Geld wirklich aus Katar kam. Also es gibt noch keinen einzigen handfesten Beweis. Als Beweis wurde immer nur herangezogen, dass Kaili sich positiv geäußert hat zu den Reformen, die in Katar auf den Weg gebracht worden sind, seitdem bekannt war, dass dort die Fußball-Weltmeisterschaft stattfinden soll. Und das ist ja eigentlich auch ein guter Punkt. Also diese Reformen haben ja wirklich stattgefunden. Nur das passt halt wiederum nicht zu dem großen Katar-Bashing, was derzeit im Mainstream läuft. Und ich glaube auch, dass es kein Zufall ist, dass es jetzt gerade Kaili erwischt hat. Weil sie war einer, die auch immer in ihrer eigenen Partei sehr angeeckt ist. Also sie kommt aus der sozialdemokratischen griechischen Partei, war auch Mitglied der sozialdemokratischen Fraktion im EU-Parlament und hat sich da oft auch gegen die offizielle Linie gestellt. Zum Beispiel es gab ja diesen Streit zwischen Griechenland und Mazedonien um die Namensfrage. Da hat sie durchaus nationale Interessen vertreten, hat damit der Parteilinie auch widersprochen und hat sich auch gegen linke Umverteilung ausgesprochen in Griechenland, hat gesagt, das sei etwas für Faulenzer, das heißt, sie ist oft angeeckt und ich glaube, deshalb hat sie sich auch viele Gegner gemacht in dieser Brüsseler Elite. Ja, eine super Story. Also ich glaube ja, dass die hässlichen grünen Weiber und Transen auf die schöne Kaili losgehen. Nicht, weil sie etwas besonders Verwerfliches gemacht hat, sondern sie hat nur das gemacht, was alle machen. Es ist ja ein total korruptes Parlament, da das korrupteste überhaupt. Und sie ist nur aufgefallen, weil sie Geld von den Bösen genommen hat. Ja, es ist Katar, ist der Böse und das fliegt natürlich auf und dann kommt man gleich ins Gefängnis. Ich würde die alle einsperren, die ganzen Abgeordneten würde ich einsperren. Es ist ein einziges Rattenloch. Ja, und jetzt sollen sie nicht rufen, halte den Dieb. Ich habe mir ein paar Zahlen rausgesucht. Es gibt 600 Lobbyagenturen im Europaparlament, die jedes Jahr knapp 100 Millionen Euro ausgeben für saubere Lobbyarbeit. Kann man sich vorstellen, wo das alles hinwandert. Ja. Der größte Lobbyist ist Google. Die geben allein 5,75 Millionen Euro pro Jahr für Lobbyarbeit aus. Und mehr Lobbygruppen als von der Industrie sind von sogenannten Nichtregierungsorganisationen wie Greenpeace da unterwegs. Die werden natürlich alle Geld da reinpumpen zum Schmieren, damit die Autos verboten werden, damit CO2 verboten wird, damit du kein Gas mehr weder von Russland noch von Katar nimmst.
Alles ist da korrupt und jetzt gehen sie halt auf die schöne Griechen los. Ja, und sie gehen auf Ungarn los, witzigerweise, wegen des Verdachts auf Korruption. Also Ungarn wird ständig Korruption vorgeworfen. Es werden Fördergelder gestrichen in Milliardenhöhe. Nun hat man den eigenen Skandal an der Backe, was auch witzig ist. Und auch witzig, dass viele Sozialdemokraten festgenommen worden sind, die ja immer an vorderster Front gegen Ungarn dabei sind. Die haben ja sogar zwei der Beschuldigten oder festgenommen, kommen von einer Antikorruptions-NGO. Ja, genau. Ja, es ist ein Witz. Also Brüssel ist ein riesiger Wasserkopf. Und man weiß auch überhaupt nicht, was machen die Leute da den ganzen Tag? Und wie sind die da eigentlich hingekommen? Das ist alles unklar. Und vor allem, was gibt ihnen die Berechtigung, über das Schicksal ganzer Nationen zu entscheiden? Allein diese Personalie Ursula von der Leyen ist ja ein einziger Witz. Die Frau dürfte gar nicht auf der Position sein, weil eigentlicher Spitzenkandidat der Union war ja Manfred Weber von der CSU. Und nachdem er dann eigentlich gewählt worden ist, hieß es, er wird es doch nicht. Und Ursula von der Leyen wurde dann plötzlich aus dem Schrank geholt und ist jetzt EU-Kommissionspräsidentin. Also dieses ganze Brüsseler Konstrukt ist demokratisch gar nicht legitimiert, es ist undurchschaubar, es ist intransparent und natürlich, wie du richtig ausgeführt hast, fließen da die Korruptionsgelder bis zum geht nicht mehr. Ja, man hat früher immer gesagt, das EU-Parlament ist der Friedhof für Politleichen. Also jeder, der in Berlin oder vorher in Bonn nichts wurde, wurde nach Brüssel und Straßburg abgeschoben. So war das auch bei der erwähnten Person, die sich ja gegen Merkel nicht durchsetzen konnte und dann da weggelobt wurde sozusagen. Der normale Abgeordnete in Straßburg bekommt 9.100 Euro Diäten plus 4.000 noch ein paar zerquetschte pauschale Aufwandsentschädigung, die er nicht belegen, nicht abrechnen muss. Ja? Die Typen schwimmen im Geld und du hast richtig gesagt, man erfährt ja gar nicht, was die machen. Wenn irgendein Politiker im Europaparlament auftaucht, taucht er auch gleich wieder ab. Das stimmt. Und was Katar betrifft, muss man natürlich sagen, ich glaube, Katar ist jetzt auch deswegen so ein Feindstaat, weil Katar natürlich geopolitisch an Bedeutung gewonnen hat, angesichts dieser veränderten Weltlage, veränderte Gaslage. Katar hat halt Gas, ist deswegen jetzt nochmal sehr wichtig geworden. Und sobald ja ein Staat wichtig wird, der nicht dem Westen angehört, dann geht sofort diese Maschinerie los. Menschenrechtsverletzungen, Diffamierung und so weiter. Man sieht es ja an China, man sieht es jetzt an Katar. Und dieses Katar-Bashing nimmt wirklich extreme Form an, hat ja die ganze Weltmeisterschaft eigentlich versaut. Man will das ja gar nicht mehr gucken. Und das neueste Ding ist, es sind jetzt innerhalb der letzten Tage zwei Journalisten in Katar gestorben. Man weiß nicht genau warum. Und die Bild-Zeitung suggeriert jetzt, dass sie umgebracht worden sind durch das Regime in Katar. Also ich kann nicht ausschließen, dass es nicht so ist. Der eine soll wohl Amerikaner gewesen sein und hat ein Regenbogenshirt getragen. Deswegen steht dazu dieser Verdacht im Raum, vielleicht wurde er umgebracht. Man muss ja auch sagen, so viele Journalisten sind jetzt da unten und es herrschen so extreme Temperaturen. Ach. Da kann auch mal ein Kreislauf zusammenklappen oder so. Also ich glaube nicht, dass da Journalisten aus dem Ausland gezielt umgebracht werden zu einer Fußball-Weltmeisterschaft. Das sind alles Räuberpistolen. Aber diese super Story, dass der Vater von der Kylie einen Sack voll Geldnoten, 160.000 Euro oder Dollar, im Hotelzimmer hatte, also es sind schon wahnsinnige Bilder, da kann man schon sehr schöne Krimis und so weiter draus drehen. Aber zum Grundsätzlichen nochmal, das Problem ist doch einfach, dieses ganze EU-Regime, Parlament, Kommission, Europarat, ist alles undemokratisch. Und wenn jetzt jemand diese Verrückten von den schlimmsten Verrücktheiten wegbringen will, dann bleibt ihm ja keine andere Möglichkeit, als die Leute zu bestechen. Also zum Beispiel, wenn die Automobilindustrie verhindern will, dass diese Fanatiker in Brüssel die CO2- und NOx-Werte so ansetzen, dass im Grunde kein Auto mehr fahren kann, und zwar nicht erst 2035 oder 2030, sondern schon 2025, welche Möglichkeiten hat er überhaupt noch, das zu beeinflussen? Man muss ja die Leute schmieren, um zu hoffen, dass man dann eine findet, die anfällig ist und die sich dann noch für den gesunden Menschenverstand einsetzt. Also was sie zu Katar gesagt hat, war einfach vernünftig. Dass sie das nur gesagt hat, weil sie Geld bekommen hat, das ist ihre Schande. Ja? Aber dass sie das gesagt hat, war vernünftig. Absolut. Liebe Zuschauer, was ist denn Ihre Meinung zu dem ganzen Fall? Schreibt es uns gerne in die Kommentare auf YouTube oder auf unserer Online-Seite kompakt-online.de. Und vergessen Sie auch nicht, YouTube zu abonnieren, Telegram zu abonnieren, damit Sie immer auf dem Laufenden bleiben. Und noch hinzufügen, unsere große Dokumentation kompakt.de.
TV-Dokumentation Tatort Nord Stream. Die Beweise, die Fakten, die Täter. Ab kommenden Samstag, 17.12. auf Sendung. Für Sie kostenlos. Abonnieren Sie schon mal den YouTube-Kanal. Aber für uns natürlich teuer in der Herstellung, wenn Sie wollen, dass wir weiter solche schönen Produktionen machen. Bitte schön, unten sehen Sie eingeblendet, wie Sie uns ein kleines Weihnachtspräsent zukommen lassen können. Bei der DDR denkt man schnell an Honecker, Stasi und Mauertote. Doch trotz der Repression gab es auch ein friedliches Alltagsleben, von dem vieles heute in Liebes Publikum, hier endet die gekürzte YouTube-Fassung dieses Beitrages. Wegen der Zensurgefahr können Sie die vollständige Sendung nur unter kompakt-online.de sehen. Den Link finden Sie in der Beschreibung unter dem Video. Viel Spaß beim Weiterschauen, wünscht Ihnen Ihr Kompakt-Team.